Hallo und herzlich willkommen zu Money in the Bank. Ich freue mich ja mega auf diesen Pay-Per-View und heute geht's los mit Match Nummer 1. Ja, ihr seht's, Champion vs. Champion, es ist das NXT Championship Match. Jack Steele, der Tag Team Champion, gegen Luke Bass, den NXT World Heavyweight Champion. Ich bin guter Dinge, dass das was wird, denn die zwei sind unsere Top-Player beim Roster, bei NXT und ich bin mir sicher, das werden zukünftige WWE Superstars, die ganz oben mitkämpfen mit John Cena, Randy Orton und Co. Jetzt mit Facecam, gutes altes Holland-Trikot hier, wunderbare Sache. Hier, vielleicht könnt ihr es erkennen, aber ich glaube schon, dass man es erkennen kann, ein Holland-Trikot. Und jetzt wird das hoffentlich ein guter Pay-Per-View. Hell yeah! Montgomery, Alabama, one half of the NXT Tag Team Champions, Jack Street. I'm excited for this one. Give my eyes, got them shook with my eyes. Got the game on lock, I came to the top, now I'm in my life. Think you can ride with me, you must be kidding me. I bring the fire on, I want to make it billions. Sure what they talk about, I see the world in my eyes. Holy shit! Holy shit! Die Musik kennt jeder. Batista! Holy shit! Shit is getting real. Batista sollte kommen und jetzt ist Batista da. Na, herzlichen Glückwunsch. Was geht denn jetzt ab? Batista, the animal is back. Das ist mal eine Hausnummer, wenn so ein Pay-Per-View so anfängt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt bin ich gespannt. Was ist mit Batista? Batista kommt zum Ring und jetzt steht da Jack Steele gegenüber und jetzt gehen die beiden aufeinander los. Jack Steele natürlich, aber jetzt Ansatz zur Batista-Bomb. Batista-Bomb. Das ist die Batista-Bomb von Batista. Na, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt, was passiert jetzt? Und jetzt kommt Luke Bass. Na, herzlichen Glückwunsch, Jack Steele. Das darf nicht wahr sein. From Boise, Idaho, the NXT Champion, Luke Bass. Na super, das ist ja wieder abgekaterte, meine Herren, es darf nicht wahr sein. Batista kommt, verpasst Jack Steele die Batista-Bomb und jetzt kommt Luke Bass, ja, und bestreitet sein Match. Natürlich ist Jack Steele jetzt angeschlagen, vollkommen klar. Heilige Scheiße. Wenn die jetzt drin sind, muss ich erstmal ganz kurz Pause machen und mir meine Flasche von da drüben holen. Und da denkt man ja, Jack Steele, der heute schafft das und dann passiert sowas. Batista kommt, Batista, The Animal, mehrfacher World Champion, Royal Rumble Sieger, alles schon gewonnen, WWE Champion. Und dann attackiert er hier Jack Steele mit der Batista Bomb, out of nowhere. Ja, Jack Steele steht jetzt wieder, muss antreten natürlich, will natürlich jetzt auch einfach nicht sein Titelmatch verstreichen lassen. Aber wie soll er das schaffen gegen einen Mann wie Luke Bass?
Also jetzt, Jack Steele, jetzt musst du wirklich zeigen, was in dir steckt. Meine Herren, was eine Aktion. So, und dann geht's jetzt los. Jack Steele gegen Luke Bass. Wie lange kann dieses Match dauern? Weil ganz ehrlich, Jack Steele muss jetzt angeschlagen sein. Und ich denke mir einfach, wie soll er das machen? Weil wenn das Match so weitergeht, wie Batista gerade angefangen hat, dann sollte Luke Bass leichtes Spiel haben. Aber wir wissen ja, was in diesem Jack Steele steckt. Der kann so ein Match gewinnen. Auch wenn es jetzt wirklich awesome wäre, wenn er das Match noch gewinnt. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht dran, weil eigentlich war er mein Favorit, aber nach so einer Batista-Bomb von Batista, da sind schon viele liegen geblieben. Und es würde mich jetzt nicht wundern, wenn er der Nächste wäre oder nicht der Nächste oder auch liegen bleiben würde. Ja, Batista, es hieß ja, er kommt zurück, nur wann wussten wir nicht. Jetzt wissen wir, wann er zurückkommt. Es ist jetzt vor Money in the Bank. Wenigstens Ric Flair nicht dabei, das wäre jetzt noch schlimmer gewesen. Dann hätte Jax hier, glaube ich, gar nicht antreten brauchen, dann wäre direkt vorbei gewesen. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob Jax Steele es hier vielleicht doch schafft. Ich drücke ihm jetzt wirklich hier beide Daumen, dass er es schafft, weil ganz ehrlich, keiner hat es mehr verdient, NXT Champion zu werden als er. Vielleicht noch Razar, aber die beiden sind ja eh gute Freunde. Guckt euch das an hier, Body Slam. Das Match kann theoretisch ganz, ganz kurz sein, weil ganz ehrlich, nach einer Batista-Bomb würde ich auch nicht mehr länger als 5 Minuten durchhalten. Ich würde wahrscheinlich sofort liegen bleiben. Wunderte mich schon, dass Jack Steele dann eben direkt wieder auf den Beinen war. Weil ganz ehrlich, selbstverständlich ist das nicht. Also ganz klar. Und ich hoffe, dass das jetzt hier so alles klappt mit Facecam. Mega der Zauber hier, das Ganze. Oh, guckt euch diesen Backbreaker an, das tut im Rücken weh. Aber Luke Bass ist halt auch einfach eine Macht, den darf man nicht unterschätzen. Wenn beide fit gewesen wären, wäre das schon ein Hammer-Match gewesen. Aber so muss Jack Steele natürlich jetzt wirklich 120% geben, um hier Champion zu werden. Aber ich denke mal, dass das alles klappt hier gerade mit der Aufnahme. Ist das erste Mal, dass ich es jetzt auch hinkriege, dass die Cam mit aufgezeichnet wird. Also die Cam ist da. Und hier ist jetzt so in etwa der Mittelpunkt, wo gerade beide am Kämpfen sind. Also ich gucke dann immer, nicht unbedingt immer in die Kamera, aber schon mal, um es ein bisschen ansprechender zu machen. Wenn ich die ganze Zeit hier so hingucke, dann sieht das ja auch ein bisschen dämlich aus. Komm, Jack Steele. Komm, wenn der mit seinem Elbow einmal kommt, dann könnte auch ein Luke Bass liegen bleiben, weil Finisher ist Finisher. Und wenn Jack Steele es dann wirklich schafft, diesen Move durchzubringen, dann herzlichen Glückwunsch. Dann glaube ich, wird der NXT Champion. Aber so glaube ich heute Abend einfach nicht dran. Aber guckt euch an, der Money in the Bank Pay-Per-View hat gerade erst angefangen. Es stehen noch so viele tolle Matches an. Kane gegen Bray Wyatt, das Money in the Bank Leiter-Match. Rusev gegen Sheamus. Randy Orton gegen Roman Reigns. Also, und es geht so los mit der Rückkehr von Batista in den WWE-Ring. In unserem letzten Jahr war er gar nicht da, Batista. Da habe ich ihn bewusst rausgelassen. Und jetzt kommt er hier bei Money in the Bank und unterstützt die Age of the Fall. Ric Flair war bestimmt Backstage, hat bestimmt gesagt, Batista, komm vorbei, attackier Jack Steele, damit eben Luke Bass den NXT-Titel behält. Aber das zeigt natürlich auch, wie viel Angst die, glaube ich, vor Jack Steele haben. Weil ganz ehrlich, Jack Steele ist in meinen Augen, vielleicht noch neben Razar, der einzige bei NXT, der wirklich gefährlich werden kann für Luke Bass. Vor allem, wenn Razar und Jack Steele zusammenarbeiten, dann kann auch Ric Flair nichts mehr machen. Das wissen wir ja, die hatten das Tag Team Match ja schon mal. Und deswegen glaube ich, die haben einfach Angst. Und deswegen haben sie sich jetzt Big Batista geholt, so The Animal, so als quasi als Bodyguard, als Leibwächter für Luke Bass. Auch wenn ich nicht glaube, dass Batista sich einfach so in die zweite Reihe stellt. Der will bestimmt jetzt auch Titel gewinnen bei WWE, bin ich ziemlich sicher. Aber so kann es gehen. Da hatten sie erst CM Punk, der hat sich relativ schnell eigentlich schon direkt wieder von Age of the Fall getrennt. Und was machen sie? Sie rufen Batista an und so kommt Batista und macht hier das ganze Match quasi schon kaputt. Ja, und Luke Bass, ich glaube, der ist jetzt auf der Endgeraden. Der sieht so aus, als würde das Match gewinnen wollen. Aber da jetzt schön der Close-Line gerade von Jack Steele. Komm, Junge, kämpf mit deiner grünen Hose, mit deiner grün-schwarzen Hose bis zum Ende. Und wenn du dann Champion bist, von mir aus, lass dir 3 Wochen Zeit, werd wieder gesund, erhol dich, mach Urlaub. Hauptsache, du gehst ja heute Abend mit dem Titel raus und endlich würde Luke Bass entthront sein. Aber ich glaube halt einfach nicht dran. Deswegen muss man jetzt einfach mal abwarten. Jack Steele jetzt hier wieder mit guten Aktionen. Frage ist natürlich, ob er seinen Finishing Move landen kann, den Elbow. Der wäre so wichtig, weil wenn der landet, dann glaube ich, kann ein Luke Bass auch nicht mehr aufstehen, weil der ist auch ultra hart, dieser Elbow. Wenn man den so zack abbekommt, ich glaube, der geht dann richtig gut. Oh, guckt euch diesen Schlag an, diesen Clothesline aus dem Stand quasi. Aber Luke Bass direkt wieder da mit dem Clothesline from Hell. Und das Cover gegen Jack Steele. One. Na, Gott sei Dank im Seil, Gott sei Dank. Jetzt muss natürlich Jack Steele aufpassen. Das war der Clothesline from Hell, sozusagen der Anfang vom Ende. Oh Gott. Und jetzt am Kommentatorentisch. Jack Steele hat schon die Batista-Bomb eingesteckt. Wenn der jetzt noch durch den Tisch geht,
gute Nacht Karriere, würde ich da mal sagen. Dann ist er erstmal im Krankenlager. Und jetzt kommt er zurück in den Ring. Jetzt muss Jack Steele natürlich was zeigen. Komm, Belly to Belly, wunderbare Aktion. Aber guckt euch Luke Bass an. Der kontert dann natürlich auch wieder die Aktion. Wieder gekontert. Also Luke Bass will, glaube ich, das Match jetzt beenden. Und jetzt zeigt das an. Jetzt soll der Buzzer kommen. Und wenn der kommt, dann ist es vorbei. Wenn der kommt, ist es vorbei. Ansatz zum Buzzer. Und runter auf die Matte mit dem Buzzer. Und das müsste es eigentlich sein. Schade eigentlich. Aber da kann sich Luke Bass bei Batista bedanken. Und wir zählen mit das Cover. 1, 2, 3. Und damit gewinnt Luke Bass. Es ist eigentlich schade. Klar, Jack Steele. Für mich war er Favorit vor dem Match. Und nachher jetzt natürlich nicht mehr. Luke Bass gewinnt. Armer Jack Steele. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt. Er hat sich so verdient. Allein die Leistungen, die er gezeigt hat, zum Beispiel gegen Roman Reigns. Und jetzt sowas. Luke Bass gewinnt, meiner Meinung nach, aufgrund Batistas Hilfe. Diese Batista-Bombe am Anfang. So kann ein Pay-Per-View anfangen. Morgen, das NXT. Ach, warum sage ich jedes Mal NXT? Habe ich bei SmackDown auch schon falsch gesagt. Das WWE Tag Team Championship Match. Die Usos gegen die Brotherhood. Dann natürlich, ich habe mich übrigens entschieden, das Match hier, wie ihr gesehen habt, ohne Stipulation zu machen, weil ich heute am Karnevalsdonnerstag aufnehme. Dann United States Fatal 4-Way, das wird der Oberhammer. Ric Flair, der muss seinen Titel verteidigen, wenn schon, der muss seinen Titel verlieren. Wenn schon nicht Luke Bass, dann jetzt mindestens Flair, das muss einfach so sein. Ich muss Ryback, Curtis Axel und Corey Graves nochmal ansprechen, die müssen Ric Flair besiegen. Am besten Karriere beenden, das ist das Beste, was passieren kann. Kane gegen Bray Wyatt. Das wird auch der Hammer. Ich glaube, da brennt der ganze Ring. Randy Orton gegen Roman Reigns. Rusev gegen Sheamus. Und dann natürlich das Money in the Bank Match. Meine Güte, was steht da noch alles vor uns? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Besser kann ein Pay-Per-View nicht starten. Bis morgen. Hell yeah!